Wie viel Geld solltest du denn jeden Monat sparen? Das werde ich oft immer wieder gefragt. Nadja, wie viel Geld soll ich denn sparen? Was ist denn sinnvoll? Ja, vorneweg, das ist natürlich sehr personenabhängig und es kommt natürlich auf deine Ziele an. Also ein Beispiel, wenn du unbedingt mit 50 Jahren in den Ruhestand gehen möchtest, dann musst du natürlich ein viel höheres Sparziel haben. Dann musst du am besten von 50% von deinem Einkommen leben können und 50% wirklich auf die Seite legen zum Sparen und nachher investieren. Nur Sparen alleine reicht ja dann auch nicht. Wenn du aber sagst, okay, nein, ich arbeite gerne und ich hoffe, dass du gerne arbeitest, denn das Ziel in unserem Leben sollte wirklich sein, eine erfüllende Arbeit zu finden, die dir Spaß macht, die du nicht als Druck, als Stress, als negativ ansehen musst, sondern dass du mit Freude aufstehst und sagst, jawohl, heute kann ich das oder dies und jenes machen, weil dann wirst du dich auch nicht auf den Ruhestand freuen. Weil wenn man etwas gerne macht, dann ist es ja nicht eine mühselige Arbeit. Und das wünsche ich dir, dass du das wirklich erlegst. Das kann vorerst mal ein Hobby sein, aber einfach, dass du das über mehrere Jahre immer weiter ausbaust. Und dann musst du nicht warten darauf, bis du 65 bist. Nein, dann kannst du bis 100 das Thema weiterverfolgen. Und das ist doch das Wunderbare, das ist das Schöne. Und dann musst du auch viel weniger sparen. Trotzdem sparen. Sparen gehört einfach dazu. Wir müssen Vorsorge leisten für unser Leben, für uns selbst. Das mit dem Staat, dass der Staat einem hilft und unterstützt. Bedenke mal, das gibt es noch nicht so viele Jahre. Unsere Großeltern, meine Großeltern hatten das noch nicht, die AHV in der Schweiz oder so, das kam alles erst später, die Altersvorsorge, wo man mit dem Arbeitgeber einen Teilbetrag an den Staat einbezahlte und dann das rückvergütet bekam. Das gab es vorher nie. Also da mussten die Menschen immer für sich selbst schauen oder eben in der Familie halt zusammenhalten. Das sieht man immer noch auf den Philippinen so, weil es dort natürlich noch keine Sozialleistungen gibt. Auch Amerika hat noch nicht so gute Sozial- oder fast keine, aber Philippinen hat eigentlich gar keine. Was bleibt dir da anders übrig, als einen guten Zusammenhalt mit der Familie zu leisten? Das ist ein Geben und ein Nehmen und ein Aufeinanderachten, weil anders geht es ja gar nicht. Nur wir wurden natürlich immer mehr und mehr verwöhnt. Wir verstehen manchmal das System gar nicht mehr. Wir denken, okay, ich verdiene 3.000 Euro, das kann ich einfach 3.000 ausgeben, weil im Alter kriege ich ja dann meine Rente. Tja, aber du kriegst nur das, was du einbezahlt hast und eher noch viel weniger. Stell dir vor, du hast am Ende in der Rente noch 500 Euro. Wie willst du leben mit 500 Euro? Und genau daher sparen wir, dass wir gut vorbereitet sind und sag mir jetzt nicht, ja, was ist, wenn ich nur 50 Jahre alt werde? Ja, dann wird sich halt jemand anders freuen. Aber was ist, wenn du 90 wirst, dann brauchst du noch mehr Geld. Und viele lieben ja das Leben und es sollte ja was Schönes sein. Also, tu dir was Gutes und lege jeden Monat etwas zur Seite. Erstell dir ein Sparziel. Überlege dir, für was möchtest du sparen? Du möchtest vielleicht... Man sagt ja immer, so 10-20% vom Monatseinkommen sollten wir wirklich auf die Seite legen. Kommt natürlich jetzt ein bisschen darauf an, wenn ich mehr im Alter haben möchte, wenn ich mit dem Geld arbeiten möchte, dann ist die Motivation natürlich größer, dass ich jeden Monat 20-30% auf die Seite lege, um nachher zu investieren. Wenn ich jedoch momentan knapp bin oder ich noch nicht genau weiß, für was ich das tue, dann immerhin 10-20% einfach mal auf ein Sparkonto legen. Das kann sein, dass du das für Ferien sparst, für eine neue Küche, für deine Kinder, egal für was, das kannst du dann später in einem nächsten Schritt noch aufteilen, aber wichtig ist, dass du lernst mit deinem Einkommen jetzt, das du hast. Auch wenn das nur 100 Euro sind, du musst diese 100 Euro aufteilen. Du musst dem Geld jetzt schon sagen, wohin es gehen soll, wohin, wie viel du auf die Seite legen möchtest. Oder 20 Euro, gehen wir ganz tief mal, oder jede Woche mit 10 Euro im Monat 40 Euro auf die Seite legen. Mal 10, dann haben wir 400, knapp 500, 84 Euro im Jahr, dass du schon mal auf der Seite hast. Das hört sich jetzt vielleicht nicht wahnsinnig viel an, trotzdem, es hilft dir dort schon. Und du musst immer bedenken, das sind viele Jahre, die noch vor dir liegen. Und wenn du danach noch beginnst mit Investieren und das Geld gut anzulegen, dann summiert sich das natürlich viel, viel schneller. Dann arbeitest du nicht nur mit diesen 480 Euro, was ja auch schon eine tolle Summe ist, besser als gar nichts. Also wirklich fokussier dich
auf das Sparen, das sollte in deinen Alltag reingehören. Da müssen wir uns einfach selbst an der Nase nehmen und das in die Wege leiten. Ohne Sparen wird es einfach schwierig, weil irgendwann wird dich wahrscheinlich dann irgendetwas überholen oder ich möchte nicht, dass du nachher unglücklich wirst oder wenn ein Unfall passiert oder wenn dies oder jenes passiert, das Leben hat so vieles, das auf uns zurollen wird und ja, umso besser wir vorbereitet sind. Aber da, ich rede nicht von Versicherungen und so Angstpakete, absolut nicht. Einfach normales Sparen. 10-20% empfehle ich dir für den Start mal und dann schaust du, wie dir das weiterläuft. Bei mir im Member-Bereich habe ich einen großen Bereich drin, was Sparen anbelangt, wie man besser motiviert wird, wie bleibt man dran, wie mache ich das am besten mit den Konten, was mache ich nachher mit dem, wenn ich mal einen kleinen Betrag zusammen habe, da kannst du bereits schon investieren beginnen und dann macht es wirklich Spaß und das macht Freude, weil du musst nicht jeden Tag damit aktiv arbeiten, sondern dein Geld arbeitet für dich und das ist doch das Schöne. Nicht, dass du noch mehr unter Zeitdruck, noch mehr unter Not kommst, das wollen wir nicht. Also ich wünsche dir einen schönen Tag und vielen, vielen Dank, dass du mit dabei bist. Abonniere mich hier oder folge mir auf Instagram. Jeden Tag kommen auch dort die Stories und ein bisschen Einsicht, was da hinten alles läuft und geht. Also ich freue mich über jeden Kontakt. Bis dann wieder. Tschüss.